Hallo, hier ist Mordheim. Heute möchte ich einmal darüber reden, wie du mit einem Ping-Pong-Delay eine Stimme oder auch ein Instrument interessanter gestalten kannst. Wenn das Video hilfreich für dich ist oder du noch Fragen bzw. sogar Anregungen für die Zukunft hast, dann lass es mich doch unten in den Kommentaren wissen. Über einen Daumen nach oben und ein Abo freue ich mich natürlich auch. Manchmal klingt eine Stimme nicht ganz so interessant im Mix, wie man sich das so vorgestellt hat, und auch ein Hall scheint es nicht wirklich besser zu machen. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, die Stimme oder auch eben ein Instrument interessanter zu gestalten, und eine dieser Möglichkeiten ist es eben, ein sogenanntes Ping-Pong-Delay zu benutzen. Ein Ping-Pong-Delay ist ein Stereo-Delay, das auf beiden Seiten unterschiedliche Zeiten, also Notenwerte, eingestellt hat. Zum Beispiel eine Viertel- und eine Achtelnote oder eine Achtel- und eine Sechzehntelnote. Und durch diese unterschiedlich eingestellten Zeiten wirkt dieses Delay so, als würde es zwischen der linken und der rechten Box hin und her schwingen, was der ganzen Sache etwas Leben einhaucht. Und zwar müssen wir das Delay natürlich erst einmal anmachen. Es gibt ein paar wichtige Sachen zu beachten. In den meisten Delays kann man das Delay-Tempo an das Song-Tempo synchronisieren. Was wichtig ist, dass sich diese Notenwerte eben auch nach diesem Tempo richten, weil sonst unterschiedliche Werte in Millisekunden rauskommen. Also dann stellt man das frei ein und dann schwingt es nicht im Song-Tempo mit. Das kann manchmal interessant sein, in den meisten Fällen ist es aber besser, die Delays zum Song-Tempo zu synchronisieren. Dann können wir auch beide Kanäle linken, was ganz praktisch ist, um eben einzustellen, wie weit der Delay hinzugemixt werden soll. Also ich habe den hier direkt auf der Spur und möchte den natürlich nicht zu 100% haben, weil dann kommt ja also ein totales Gewatschel raus, sondern wir möchten den leise hinzumixen. Danach können wir das Linking hier aber auch schon wieder ausstellen erstmal, weil wenn ich es anlasse und ich stelle die Delay-Zeit ein, dann wird auf beiden Seiten die gleiche Delay-Zeit eingestellt. Das möchte ich ja nicht, deswegen mache ich das wieder aus. Und wir stellen mal hier jetzt eine Viertel und hier eine Achtelnote ein. Was wir natürlich auch brauchen, ist ein bisschen Feedback. Feedback ist quasi das Ausschwingen des Delays, wie lange man das noch nachschwingen hören kann. Wenn das auf 0 ist, passiert da nicht viel. Deswegen stellen wir hier mal ein paar Werte ein. Ich möchte euch erstmal einmal die Stimme im Mix jetzt hier ohne den Ping-Pong-Delay zeigen. Egal wohin uns der Pfad auch führen mag, fühl dich sicher, solange du mich spüren kannst. Ist schon ganz nett. Ich hab die zweite Stimme ausgemacht, da kommt eigentlich ohnehin noch mehr dazu, aber wir wollen das jetzt ja mal hören. Ist nett, aber ich möchte es gern etwas interessanter haben. Nun versuchen wir das mal mit unserem Ping-Pong-Delay dazu, wie das soweit klingt. Na? Egal wohin uns der Pfad auch führen mag. Klingt schon ganz nett, aber mir scheinen die Delays doch etwas zu langsam zu sein. Also ich möchte, dass das etwas schneller schwingt, deswegen gehen wir hier mal in Richtung schneller, also hier eine Achtelnote und hier eine Sechzehntelnote. Egal wohin uns der Pfad auch führen mag, fühl dich sicher, solange du mich spüren kannst, beachte nicht den... Ja, ich spiele es nochmal einmal ohne und einmal mit vor, aber den Unterschied habt ihr sicherlich schon gehört. Egal wohin uns der Pfad auch führen mag, fühl dich sicher. Ja, viel atmosphärischer und spannender. Wichtig ist natürlich aber, wie das Ganze im Mix klingt. Ich spiele das Solo vor zur Veranschaulichung. Und jetzt hören wir uns das Ganze einmal im Mix an, einmal ohne, und dann schalte ich den dazu. Egal wohin uns der Pfad auch führen mag, fühl dich sicher, solange du mich spüren kannst. Vielleicht noch etwas viel. Den Abgrund fort am Wegesrand, leg deine Hand in meine auf dieser langen Reise. Ja, also wie ihr hört, wird es dadurch atmosphärischer, breiter, lebendiger. Ich spiele das nochmal vor, ohne und einmal mit. Egal wohin uns der Pfad auch führen mag, fühl dich sicher, solange du mich spüren kannst. Beachte nicht den. Ja, klingt spannender und lebendiger. Das Ganze möchte ich dir jetzt auch nochmal für ein Instrument zeigen. Ich habe hier auch schon mal ein bisschen was eingestellt. Der Delay ist jetzt aus. Ich spiele es einmal vor und schalte dann den Delay dazu.
Das ist jetzt erstmal solo, nur das Instrument. Ja, ist also sehr deutlich zu hören. Und das Ganze nochmal im Mix. Ich schalte es aus und schalte es dann dazu. Ja, also das ist wirklich eine ganz andere Qualität, wie viel Bewegung nicht nur in das Instrument, sondern in den gesamten Song kommt durch so ein Ping-Pong-Delay. Das war's auch schon. Wie gesagt, wenn dir das Video geholfen hat oder du Fragen zu diesem Video oder Anregungen für die Zukunft hast für weitere Videos, dann lass es mich doch bitte in den Kommentaren wissen. Ein Daumen nach oben und ein Abo für den Kanal sind auch eine tolle Sache. Und wir sehen uns dann bald. Tschüss!